Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die gelbe Edition. Wie versprochen gab's beim letzten Mal die Tauschfolge. Es tut mir echt leid, dass zwischendurch einfach mal der Akku weg war. Ich habe mal nachgerechnet, wenn der Akku bei 5... das Handy hat die Kamera bei 5% Akku abgeschalten, Leute. Und ich habe mal nachgerechnet, wenn das Handy die Kamera nicht abgeschalten hätte, Leute, dann hätte ich die gesamte Aufnahme durchmachen können, Leute, so wie sie jetzt ist, und hätte noch 2-3% Akku übrig gehabt. Das heißt, es war einfach nutzlos, dass die Kamera da einfach ausgemacht, das Handy das Kamera ausgemacht hat. Na egal. Ist passiert, tut mir leid, Leute, meine Einschätzung war richtig, es hätte gereicht. Ich wusste nur nicht, dass das Handy bei 5% Akku die Kamera ausmacht. Das muss ich beim nächsten Mal berücksichtigen. Na gut. Und wie versprochen gibt es jetzt dann auch die Pokédex-Einträge. Fangen wir doch mal an mit den Pokémon, die wir im Inventar haben. Wir haben hier Evoli, gut, da kennen wir den Eintrag schon. Ammonitas. Ammonitas müsste eigentlich hier irgendwo sein. Ich glaube, ich bin schon zu weit. Nein, da ist es. Das ist der Ruf. Gebiet gibt es nirgendwo. Das ist ein Fossil-Pokémon. Also das ist eines der beiden Fossilien. Und die Daten. Ammonitas, ein Spiral-Pokémon. Größe 0,4 Meter. Gewicht 7,5 Kilogramm. Nummer 138. Dieses Urzeit-Pokémon wurde aus einem Fossil wiederbelebt. Es bewegt sich mit seinen Tentakeln. Dann haben wir noch die vier Pokémon, die sich durch Tausch entwickeln. Suchen wir sie doch mal. Hier haben wir Simsala. Der Ruf gibt es sonst nirgends, entwickelt sich nur durch Tausch. Und Daten. Simsala, ein Psi-Pokémon. Größe 1,5 Meter, Gewicht 48 Kilogramm, Nummer 65. Dieses Pokémon hat ein sehr gutes Gedächtnis. Simsala ist daher ein allwissendes, kluges Pokémon. Dann Machomei ist gleich hier weit drunter, das ist der Ruf. Gebiet gibt es nirgends, nur durch Tausch. Und Daten. Machomei. Kraftprotz-Pokémon, Größe 1,6 Meter, Gewicht 130 Kilogramm, Nummer 68. Dieses Pokémon kann mit einem Arm Berge versetzen. Die Kraft aller Arme zusammen ist unvorstellbar. Dann haben wir hier Geowatz. Das ist der Ruf. Gebiet gibt es nirgends, nur durch Tausch. Daten. Geowatz, ein Urgestein-Pokémon. Größe 1,4 Meter, Gewicht 300 Kilogramm, Nummer 76. Die Haut dieses Pokémon verfärbt sich an der Luft weiß und verhärtet sich zu einem sehr harten Panzer. Dann fehlt ja nur noch Gengar. Das ist der Ruf. Das gibt es nirgends, nur durch Tausch. Und Gengar, Schatten-Pokémon. Größe 1,5 Meter, Gewicht 40,5 Kilogramm, Nummer 94. Ein plötzlicher Luftzug kündigt Gengars Besuch an. Es belegt seine Opfer mit furchtbaren Flüchen. Na toll. Gut, die tauschen wir jetzt erstmal durch, Leute. Wir wechseln jetzt erstmal auf Box 7. Denn die Tausch-Pokémon sind jetzt an sich fertig, die können wir hier also ablegen. Weg mit Geowatz. Weg mit Simsala. Weg mit Gengar. Und weg mit Machomei. Dann wechseln wir auf Box 2. Oder erstmal 1? Nein, erstmal 2. Da haben wir jetzt nämlich noch weitere Pokémon, die wir getauscht haben. Gut, die Carpadore, ich glaube, die werde ich dann freilassen. Das sind eigentlich unsere Pokémon, die wir gerade dabei haben. Wir haben hier eine Raichu. Kikli. Mal sehen, ob wir hier noch Pokémon haben, die voll entwickelt sind, aber ich glaube nicht. Doch, Magma. Electek. So, jetzt sind wir, glaube ich, voll. Genau. Dann legen wir jetzt einfach kurz Evoli an Ammonitas ab.
Dann können wir wieder zwei Pokémon mitnehmen. Nämlich die Lilly. Das ist das Rosanna. Rosanna bekommt man in Edition Gelb gar nicht, Leute. Und Edition Blau und Rot nur durch einen Tausch. Das heißt, also ein NPC-Tausch. Das heißt, der Name ist halt schon vorgegeben von diesem NPC. Sprich von den Entwicklern. Oh, das war's. Okay, dann kurz von diesem Pokémon noch die Pokédex-Einträge. Also, übrigens, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, sie nochmal zu heilen, wie ihr seht. Okay. So, fangen wir mit Raichu an. Das müsste Nummer 26 sein. Da ist es. Das ist der Ruf. Das gibt es nirgends. Nur, das kann man in der gelben Edition tatsächlich gar nicht bekommen, Leute. Denn es gibt in der gelben Edition keinerlei Möglichkeiten, ein Pikachu zu fangen. Und wie wir vor der Tauschfolge bemerkt haben, weigert sich unser Pikachu, sich zu entwickeln. Das heißt, man kann Raichu nur durch einen Tausch bekommen. So, Daten. Raichu ist ein Maus-Pokémon, Größe 0,8 Meter, Gewicht 30 Kilogramm. Nummer 26. Dieses lebhafte Pokémon erzeugt in seinem Körper Elektrizität. Es leuchtet auch im Dunkeln. Oh, passt. So, die anderen vier Pokémon, die wir jetzt noch dabei haben, müssten eigentlich über 100 sein. Da. Okay, wir haben Nocturne in der gelben Edition gewählt. Da war ich mir in der Tauschfolge ja nicht mehr sicher, Leute. Und haben jetzt Kikli. Das ist der Ruf. Gebiet gibt es nirgendwo. Man kann sich nur entscheiden, Nocturne oder Kikli. Dann Kikli, ein Kicker-Pokémon. Größe 1,5 Meter, Gewicht 49,8 Kilogramm. Der Fuß dieses Pokémon ist unglaublich hart. Sein Tritt vermag sogar Diamanten zu zerschmettern. Oh Gott, das ist echt hart. Dann haben wir noch hier Rosanna. Das ist der Ruf. Gebiet gibt es nirgendwo, wo man es herbekommt, habe ich ja schon gesagt. Daten. Rosanna, ein Humanotyp. Also ein menschliches Pokémon. Größe 1,4 Meter, Gewicht 40,6 Kilogramm. Nummer 124. Dieses Pokémon bewegt sich nach einem besonderen Rhythmus. Dabei schwingt es mit den Hüften. Okay, es tanzt. Gut, toll. Dieses Pokémon tanzt. Das ist... Man kann in zwei, drei Sätzen sagen, Leute, das Pokémon tanzt. Wie geil. Electek. Das ist der Ruf. Das ist das Gebiet. Und das sind die Daten. Electek, ein Elektro-Pokémon. Größe 1,1 Meter, Gewicht 30 Kilogramm. Nummer 125. Electek schleicht sich oft in Kraftwerke und frisst den ganzen Strom auf. So verursacht es Stromausfälle. Und Magma. Das war der Ruf. Das Gebiet gibt es nirgendwo. Magma und Electek kann man tatsächlich nur durch Tausch bekommen, Leute. In der roten oder aus der roten oder blauen Edition. Beziehungsweise auch aus anderen Editionen eventuell. Aber ich habe es halt aus diesen Editionen bekommen. So, Magma. Ein Brenner-Pokémon. Größe 1,3 Meter, Gewicht 44,5 Kilogramm. Nummer 126. Dieses Pokémon entstammt einem aktiven Vulkan. Ganz in Flammen gehüllt, gleicht es einem Feuerball. So, dann haben wir jetzt hier alle. Genau, die würde ich dann auch gleich ablegen, Leute. Dafür müssen wir aber noch ein Pokémon mitnehmen. Wir nehmen jetzt mit... ein Evoli. Ah, ich höre gleich das nächste. Ah nein, ich bin voll. Okay. Dann wechseln wir die Box. Box 7. Und legen mal ab. Raichu. Kikli. Die Box ist voll, Leute. Na, dann wechseln wir. Box 8. Ablegen. Magma. Electek und Lilly. So, dann wechseln wir wieder. Wisst ihr was? Ich wechsle nicht. Ich nehme eben Magma einfach mit, Leute. Bin mal so gemein. Wähle Box 7. Nehme hier jetzt Dodri mit. Dodri. Oh.
Haben wir Dotri etwa in Box 2 gerade? Ah, das könnte sein. Dann müssen wir hier aber ein anderes Pokémon haben. Ah, Dragonir. Und legen jetzt Magma hier ab. Dann wechseln wir die Box. Box 2. Wir legen mal eben Dragonir ab. Das brauchen wir gerade nicht. Wir wollen jetzt nicht kämpfen, Leute. So, wir nehmen mit das zweite Evoli. Das dritte Evoli müsste in Box 1 sein, Leute. Das holen wir uns jetzt auch noch. Da ist es. Also Box 1 ist fast leer, Leute. Da ist noch ein Carpodder drin. Und das Pipi und das war's. Wir wechseln deshalb einfach mal wieder zu Box 2 zurück. Und dann nehme ich mir auf jeden Fall mal das Dotri mit. Einfach so. So. Was haben wir noch für Pokémon bekommen, Leute? Wir haben noch bekommen Rattan, Hornliu, Mauzis und Smogon. Das sind also diese vier noch. Dann lese ich die auch noch schnell vor. So. Hornliu da unten. Das ist der Ruf. Das gibt es hier in der gelben Edition nirgends. Daten. Hornliu, ein Raupen-Pokémon. Größe 0,3 Meter, Gewicht 3,2 Kilogramm. Nummer 13. Dieses Pokémon verfügt über einen spitzen Stachel. Man findet es meist auf Wiesen und Feldern. Na gut, weiter geht es dann mit Rattan. Das ist der Ruf. Das gibt es in der gelben Edition nirgends. Und die Daten. Rattan, ein Schlangen-Pokémon. Größe 2,0 Meter, Gewicht 6,9 Kilogramm. Nummer 23. Mit dem Alter wird der Körper dieses Pokémon immer länger. Es schläft um Äste gewickelt. So, dann hatten wir noch Smogon und Mauzi. Genau, Mauzi war, glaube ich, hier irgendwo. Da. Das ist der Ruf. Gibt es eine gelbe Edition nirgends. Und die Daten. Mauzi ist ein Katzen-Pokémon. Größe 0,4 Meter, Gewicht 4,2 Kilogramm. Nummer 52. Dieses Pokémon ist nachtaktiv. Es liebt glitzernde Gegenstände und stiehlt diese bei jeder Gelegenheit. Dann nur noch Smogon. Wo ist Smogon? Da. Das ist der Ruf. Gibt es in der gelben Edition nirgends. Und die Daten. Smogon, ein Giftwolken-Pokémon. Größe 0,6 Meter, Gewicht 1 Kilogramm. Nummer 109. Dieses Pokémon ist unberechenbar. An warmen Orten neigt es dazu, ohne Vorwarnung zu explodieren. Na toll. So, wir besitzen jetzt 132 Pokémon, Leute. Wir brauchen also nur noch 19 weitere Pokémon. Wir haben alle Basis-Pokémon jetzt, das heißt, wir brauchen nur noch Entwicklungen. Und wir haben 147 Pokémon gesehen, das heißt, nur 4 Pokémon haben wir noch nicht gesehen, Leute. Wir können ja mal nachsehen, was uns noch alles fehlt. Also Kukuna und Bibor fehlen uns als Entwicklungen noch. Kriegen wir sehr schnell. Arbok fehlt uns noch. Dann Pixie haben wir weder gesehen, noch besitzen wir es. Das kriegen wir dann durch die Entwicklung von Pipi. Vulpix. Wieso fehlt mir Vulpix? Okay, Leute. Ich habe offenbar vergessen, ein Pokémon vorzubereiten. Ich sehe mal kurz nach, Leute. Gibt es Vulpix wirklich nicht in der gelben Edition? Doch, man kann sich Vulpix in der Rocket-Spielhalle holen, Leute. Deswegen habe ich jetzt wahrscheinlich nicht für den Tausch vorbereitet. Das heißt, wir müssen nicht nur Porygon, sondern auch noch Vulpix aus der Rocket-Spielhalle holen. Wow! Zwei Pokémon aus der Rocket-Spielhalle. Okay, gut. Also die beiden haben wir nicht, Leute. Dann weiter geht's. Gifloor haben wir noch nicht entdeckt. Also Pixie und Gifloor beide noch nicht entdeckt und beide haben wir noch nicht. Snorbelicat ist eine Entwicklung. Also Vulnona übrigens auch, kriegen wir auch noch durch die Entwicklung. Arcani fehlt uns noch als Entwicklung. Lamus als Entwicklung. Smogmog als Entwicklung. Starmie als Entwicklung. Gyarados als Entwicklung.
Aquana, Blister und Flamara, Leute. Diese drei Pokémon werden wir heute bekommen. Genau gesagt, innerhalb der nächsten vermutlich 5 Minuten. dann fehlt uns noch das Pokémon auf 137. Was ist das? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Naja, auf jeden Fall die Entwicklung von Ammonitas haben wir noch nicht gesehen und die fehlt uns auch noch. Und Dragoran fehlt uns noch. So, was ist die 137? Nach Aquana, Blitzer und Flamara sind eigentlich die Entwicklungen von Ivoli. Und wenn und danach kommt gleich Ammonitas als Basis-Pokémon. Das heißt, das ist irgendein Pokémon, das sich nicht entwickelt. Habe ich das vergessen nachzusehen? Ich sehe mal eben nach, Leute. Was ist das Pokémon auf 137? Ah, natürlich! Ein Pokémon, das wir hier in der gelben Edition holen können, das wir noch nicht gesehen haben und das sich nicht entwickelt, Leute. Warum habe ich nicht daran gedacht? Es ist Porygon. ja, dass wir Porygon noch nicht gesehen haben, ist natürlich auch klar. Super. Finde ich super. Gut, dann bin ich der Meinung, wir sind hier gerade in Prismania City. Wunderbar. Speichern wir mal kurz. Denn wir kriegen jetzt gleich nochmal 3 Pokémon, Leute. Und zwar, Leute, die Entwicklungen von Evoli sind die einzigen Entwicklungen, die noch Attacken lernen können, nachdem sie sich mit einem Stein entwickelt haben. Der Grund ist, weil jede Entwicklung noch... Also Evoli kann nur Normalattacken lernen. Halt, ich muss ja noch höher. Und Aquana lernt dann nur noch, oder fast nur noch Wasserattacken. Flamara nur noch Feuerattacken. Und Blitzer nur noch Blitzattacken. Aber Evoli kann nur Normalattacken lernen. Und da die anderen Pokémon ja einen anderen Typ haben, also Flamme, Wasser oder Blitz, und Evoli diese Attacken nicht lernen kann, deswegen können sie die eben noch nach der Entwicklung lernen, obwohl es eben Steinentwicklungen sind. So, wir brauchen einen Feuerstein. Wir brauchen einen Donnerstein. Und wir brauchen einen Wasserstein. Und tatsächlich, Leute, tatsächlich hätte ich wahnsinnig gerne noch ein 4. Evoli gehabt, damit ich alle 4 Varianten, Evoli, Aquana, Blitzer, Flamara, dass ich alle 4 Varianten hochleveln kann und alle 4 Typen mal besitze. Das wäre so geil gewesen. Aber na gut. So, ich muss Items benutzen. Fangen wir an mit Donnerstein. Habe ich 2-mal. Stimmt, ich wollte das Pikachu entwickeln und das hat nicht funktioniert. Mist, jetzt habe ich einen Donnerstein zu viel, Leute. Mist, egal. Hey, Evoli entwickelt sich. Evoli wurde zu Blitzer. Hey, Evoli entwickelt sich. Evoli wurde zu Flamara. Hey, Evoli entwickelt sich. Evoli wurde zu Aquana. Ich finde das übrigens lustig, Leute. Ist euch aufgefallen? Blitzer hat nach links gesehen, Aquana nach rechts und Flamara einfach geradeaus. Finde ich lustig. Wir sehen uns die natürlich jetzt auch gleich an. So, Aquana. Das ist der Ruf. Das gibt es nirgends. Daten. Aquana, ein Blubblasen-Pokémon. Größe 1 Meter, Gewicht 29 Kilogramm. Nummer 134. Die Zellstruktur dieses Pokémon ähnelt der von Wassermolekülen. Im Wasser ist es daher unsichtbar. Und wie ihr seht, Leute, es sieht nach rechts. So, jetzt Blitzer. Das ist der Ruf. Das gibt es sonst nirgends. Und die Daten. Blitzer, ein Blitz-Pokémon. Größe 0,8 Meter, Gewicht 24,5 Kilogramm. Nummer 135.
Blitzerstimmung schwankt ständig zwischen Wut und Trauer. Dabei wird Elektrizität erzeugt. Auch das arme Blitzer. Aber Leute, seht ihr, es sieht nach links. Oder ist nach links gerichtet, besser gesagt. Während Aquana nach rechts gerichtet war. So, und jetzt Flamara. Das ist der Ruf. Das gibt es sonst nirgends. Die Daten. Flamara, ein Feuer-Pokémon. Größe 0,1 Meter, Gewicht 25 Kilogramm. Nummer 136. Der Körper dieses Pokémon ist wie eine Brennkammer. Es holt Luft und speit 1000 Grad heiße Flammen. Und hier ist der Körper nach vorne, also gerade ausgerichtet, Leute. Das ist echt interessant und lustig. Sehen wir doch mal nach, in welche Richtung Evoli gerichtet ist. Nach rechts. Würde ich jetzt meinen. Eher nach rechts. Okay. Damit haben wir wieder drei neue Pokémon, Leute. Und es fehlen uns nur noch 16 Pokémon. Nur noch 16. Zwei müssen wir noch in der Rocket-Halle kaufen. Nämlich Vulpix und Porygon. Und kriegen damit auch erst die Entwicklung von Vulpix, nämlich Vulnona. Das heißt, drei Pokémon von diesen 16 können wir nur dadurch bekommen. Die anderen 13 Pokémon, die können wir entwickeln, Leute.